Afrika, nur dass die Strukturen in Europa deutlich größer wären als in den Entwicklungsländern. Es muss die Ernährungssouveränität der einzelnen Länder und Wirtschaftsräume in den Vordergrund gestellt werden und nicht der Freihandel. Das ist eine vollkommene Umkehr in der Ideologie, aber anders wird es nicht gehen. Ansonsten wird ständig mehr kaputt gemacht, als sich aufbauen kann. Und der Hunger wird nicht zurückgedrängt, sondern wird weiter voranschreiten. Bei den Politikern scheint diese Erkenntnis noch nicht angekommen zu sein. Die neue deutsche Agrarministerin Ilse Aigner ist im Moment noch voll und ganz damit beschäftigt, sich in die EU-Agrarpolitik einzuarbeiten. Die Konsequenzen dieser Politik für Afrika sind bisher noch kein Thema für sie. Frau Aigner, welche Verantwortung hat denn die EU-Ministerratsrunde für die Wirkung in den Schwellenländern und in den Entwicklungsländern, also wie Afrika zum Beispiel? Wie Afrika? Also im Prinzip ist natürlich immer die Frage der Welternährung, wo wir auch dafür sorgen werden, aber heute und diese Woche ist, glaube ich, momentan andere Themen auf der Tagesordnung. Wenn die Milchschwemme kommt, dann saufen die afrikanischen Bauern ab. Die Milch, was? Die Milchschwemme kommt, also wenn die Quotierung wegfällt. Also Sie wissen ja, dass wir auch eher Richtung Reduzierung oder Beibehaltung der Quote sind und auch da werde ich in diese Richtung verhandeln. Werden Sie Chancen haben, das durchzusetzen? Das wird sich rausstellen in den Verhandlungen. Sie hatte keine Chance, hat sich später herausgestellt. Die Milchquote wurde weiter angehoben. Besonders dafür eingesetzt haben sich Italien, Irland, Schweden, Holland und Dänemark. Auch die deutsche Agrarministerin ist grundsätzlich für die Abschaffung der Quoten. Nur soll das langsamer geschehen, um die deutschen Bauern zu schonen. Afrikanische Probleme sind hier nachrangig. Auch wenn erfahrene Politstrategen wie der französische Landwirtschaftsminister Michel Barnier bei solchen Anlässen gern ihre Solidarität mit der dritten Welt bekunden. Ich glaube, man muss immer mehr tun. Man muss immer mehr tun, denn die Situation in vielen Teilen der Welt mit Hungersnöten, die wir mit den wachsenden Lebensmittelpreisen letztes Jahr beobachtet haben, ist einfach unerträglich. Wir müssen den europäischen Landwirten Hoffnung und eine Perspektive geben. Für eine Selbstversorgung mit sicheren und qualitativ guten Lebensmitteln. Aber wir können nicht an der gemeinsamen Agrarpolitik arbeiten, und das habe ich auch im EU-Parlament gesagt, ohne sehr offen und sehr solidarisch zu sein mit dem, was im Rest der Welt geschieht. Très ouvert et très solidaire avec ce qui se passe dans le reste du monde. Besuch im Brüsseler Büro von Via Campesina. Die internationale Organisation vertritt Bauernverbände aus 15 Ländern der Erde und steht der EU-Politik sehr kritisch gegenüber. Sie plädiert für Familienbetriebe und gegen Überproduktion. Agrarindustrie schadet am Ende den kleinen Produzenten und den Verbrauchern. Auf den französischen Minister ist man hier gar nicht gut zu sprechen. Barnier hat überhaupt nichts verstanden. Barnier hat seine EU-Ratspräsidentschaft im Juli hier in Brüssel noch mit einer Konferenz begonnen mit dem Titel »Wie ernähren wir die Welt?« Schon dieser Titel beweist, dass er nicht verstanden hat. Er hat total viele gute Absichten, aber die sind rein politisch. Er hat in Wirklichkeit nichts kapiert. Wir haben ihm noch in einer öffentlichen Debatte vorgeschlagen, den Titel seiner Konferenz zu verändern, was er natürlich nicht getan hat. Aber es hätte doch heißen müssen, wie kann die Welt sich ernähren? Die Brüsseler Politik dagegen ist fest davon überzeugt, dass man mithelfen muss, die Welt zu ernähren. Mit europäischen Waren. Bestimmte Länder werden zwar von der Belieferung mit subventionierten Nahrungsmitteln ausgeschlossen sein, Afrika gehört jedoch nicht dazu. Wenn die afrikanischen Staaten zusätzlich gezwungen sind, ihre Einfuhrzölle zu senken, schadet das der einheimischen Landwirtschaft. Aber die politisch verantwortliche Agrarkommissarin ist da anderer Meinung. Nein, nein, ich sehe dieses Problem überhaupt nicht. Denn viel Frischmilch und Joghurt werden innerhalb der EU gehandelt. Bei der Käseproduktion, da ist es klar, dass wir an den aufstrebenden, sich entwickelnden Staaten, etwa China oder Indien, ein großes Interesse haben mit unseren qualitativ guten Käsesorten. Aber bei dieser Diskussion sehe ich überhaupt keine Bedrohung für die kleinen Milchbauern in Afrika. Diese Politik arbeitet der Milchindustrie in die Hände. Bis 2015 soll der europäische Milchmarkt vollständig liberalisiert sein. Großbetriebe wie die deutsche Hochwaldmolkerei sind seit Jahren auf Expansionskurs. Hochwaldwerke sind über den gesamten Südwesten Deutschlands verteilt.
Selbst in Frankreich wird produziert. Hochwald ist ein Global Player. Die per LKW eingesammelte Milch wird zum größten Teil zu Kondensmilch, Butter und Milchpulver verarbeitet. Im Dreischichtbetrieb, 7 Tage die Woche. Und was an Frischmilch übrig ist, wird in andere EU-Länder transportiert und dort an Mitproduzenten verkauft. Abnehmer finden sich schnell. Alle wollen mehr Geld, mehr Umsatz machen. Export ist nicht negativ, sondern eher positiv für uns, weil wir sehen dort bei 35% Absatz, sehen da ein wichtiges Standbein, was für uns Verwertung bringt und was wir ausbauen wollen. Und wir richten uns darauf ein, die Politik hat sich zurückgezogen, 2015 ist sie komplett raus, dass wir aufgrund unserer Größe, aufgrund unserer Unternehmensstrategie, unserer Produkte, dann auch für unsere Landwirte, für unsere Milcherzeuger, diese Produkte auch zu vernünftigen Preisen auf den Weltmärkten absetzen können. Schon jetzt liefert Hochwald in 120 Länder der Erde. Und es sollen noch mehr werden. Unternehmen in verschiedenen Staaten Afrikas gehören selbstverständlich auch zum Kundenstamm. Wenn mehr Milch auf dem europäischen Markt ist, kann mehr produziert werden. Gut für das exportorientierte Unternehmen. Unvorstellbar. Da werden in einem Werk mitten in der tiefsten deutschen Provinz Dosen mit Kondensmilch abgefüllt, um dann tausende Kilometer weit in aller Herren Länder transportiert zu werden. Dorthin, wo die lokale Milchproduktion durch den globalen Markt zu teuer geworden ist. Handelsirrsinn als Geschäft. Die Hochwald-Gruppe besteht seit über 75 Jahren. Mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 840 Millionen Euro gehört dieses Unternehmen zu den großen Gewinnern der EU-Agrarpolitik. Für 2009 rechnet man mit einem weiteren Zuwachs. Arme Länder haben gegen Dumpingpreise guter Importware keine Chance. Und ihre Milch braucht dann auch niemand mehr. Milchproduktion als Nebenerwerb zum Erhalt der Familien wäre dann vorbei. Die Folgen sind noch mehr Hunger, Elend und Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa, befürchten Kritiker. Mit der gemeinsamen Agrarpolitik, die wir heute haben, hindern wir die Bauern in Afrika daran, selbst für ihre Bevölkerung zu produzieren. Viele leiden Hunger. Also muss man die Agrarpolitik verändern. Zweitens muss auf internationaler Ebene bei der Welthandelsorganisation etwas bewegt werden. Die Regeln für den Welthandel, die die gemeinsame Agrarpolitik ja durchaus anwendet, behindern die Produktion ebenfalls. Denn diese Regeln befördern schlicht und einfach das internationale Dumping. Und das muss man verändern. Die EU schützt und stützt ihre Landwirtschaft vor der Weltmarktkonkurrenz. Zum Nachteil der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Ihr Versprechen, zumindest die Exportsubventionen zu stoppen, hat die EU inzwischen gebrochen. Die Milchindustrie ist darüber hoch erfreut. Überproduktion bringt sicheren Umsatz und Gewinn. Dank der EU-Milliarden. Politiker greifen tief in den Steuertopf. Zulasten von kleinen Produzenten und Verbrauchern.